und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf BrautTV. Heute geht es um das Thema der perfekten Hochzeitslocation. Ja, wir haben in diesem Jahr geheiratet und natürlich standen wir auch vor der Frage, in welcher Location wollen wir feiern. Und das klingt erstmal total einfach, dass man sagt, ja okay, wir nehmen den und den Saal, aber es gibt echt viele Punkte, die ihr berücksichtigen solltet, bevor ihr euch für eine Location entscheidet. Und deswegen möchte ich heute in diesem Video euch ein paar Tipps geben oder beziehungsweise unsere Erfahrungen mit euch teilen, was wir so beachtet haben bei unserer Location-Suche, was wir vielleicht erst im Laufe der Suche dann festgestellt haben, was vielleicht doch ganz wichtig ist. Und das möchte ich einfach in diesem Video so ein bisschen an euch weitergeben. Zum einen, bevor ihr euch für eine Location entscheidet, solltet ihr ein paar Punkte regeln. Und zwar zum einen solltet ihr wissen, mit wie vielen Gästen ihr ungefähr feiert, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich mit 10 Gästen feiere oder mit 500 Gästen feiere. Weil dann brauche ich natürlich einen viel größeren Saal, beziehungsweise kann ich keinen riesen Saal buchen, wenn ich nur mit 10 Leuten feiere, dann geht das alles so ein bisschen unter. Und ihr solltet natürlich auch wissen, wie viel Budget, ja das leidige Thema Budget, möchtet ihr für die Location aufbringen. Nicht, dass ihr euch für eine Location entscheidet und dann feststellt, oh Gott, die können wir uns gar nicht leisten oder das passt überhaupt nicht in unseren Plan. Ihr solltet euch außerdem auch Gedanken machen, mit welchem Thema ihr feiern möchtet. Möchtet ihr zum Beispiel so eine Vintage-Hochzeit haben? Ist vielleicht eine alte Scheune total passend? Möchtet ihr sehr clean und modern feiern? Vielleicht eine Dachterrasse, ein Loft oder eine Märchenhochzeit in einem Schloss? Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Deswegen solltet ihr schon mal so ein bisschen überlegen, in welchem Stil wollen wir feiern? Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Und wie viele Personen werden ungefähr kommen? Bei der Location-Suche selbst haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir als allererstes mal fragen sollten, ob unser Termin noch frei ist. Nicht, dass ihr euch total in eine Location verliebt und dann feststellt, okay, der Termin funktioniert aber gar nicht. Da haben die keinen, oder in diesem Monat haben die keinen Platz mehr. Wir hatten zum Glück das Glück, dass wir sehr früh dran waren. Wir waren über ein Jahr vor der Hochzeit auf der Location-Suche und das kann ich auch jedem empfehlen. Schaut, dass ihr frühzeitig eure Location bucht, dann habt ihr wirklich Ruhe und könnt euch genau überlegen, wo ihr feiern möchtet. Denn nicht jede Location ist so gut, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass es bei den Locations große Unterschiede gibt, nicht nur optisch, sondern auch von den Leistungen her. Es gibt beispielsweise Locations, die sagen, ihr könnt nur diesen Caterer, nur unseren Caterer verwenden oder nur das Essen, das bei uns im Restaurant angeboten wird. Ihr dürft nur über uns die Torte bestellen. Ihr dürft nur die und die Deko. Auch das haben wir erlebt. Wir hatten eine Location, bei der uns die Deko vorgegeben wurde, wo ich mir dachte, what? Nein, ich möchte selbst entscheiden, wie die Deko aussieht, beziehungsweise zusammen mit meinem Mann, aber nicht die vorgegebene, die Location uns eben auf den Tisch stellt. Was auch ein wichtiger Punkt bei uns war, ist, ab wann können wir in die Halle? Denn viele Locations sagen, okay, ab dem Hochzeitstag dürft ihr in die Halle und das könnte ein bisschen knapp werden. Denn bei uns war es zum Beispiel so, dass wir einfach auch noch selbst ein paar Sachen machen wollten in der Halle, abgesehen von den Dekorateuren und so weiter, wollten wir auch noch ein paar Sachen machen. Und das können wir natürlich nicht am Hochzeitstag selbst, weil wir uns da fertig machen, in die Kirche gehen und so weiter. Deswegen war uns sehr wichtig, dass wir auch schon vorzeitig in die Location rein dürfen. Außerdem haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Location auch behindertengerecht ist. Da solltet ihr euch wirklich auch Gedanken machen, gerade wenn eure Omas, eure Opas nicht mehr gut zu Fuß sind oder ihr Familie, Freunde habt, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, dass es da auf jeden Fall auch die Möglichkeit gibt, ebenerdig in die Location zu kommen, dass es eine Behindertentoilette gibt. Und all solche Punkte haben wir direkt von Anfang an bei der Location-Suche beachtet. Und letzten Endes haben wir die für uns perfekte Location gefunden, die uns persönlich sehr gut gefallen hat. Die Leute waren super lieb, die das Ganze verwaltet haben. Und wir konnten eben vieles auch frei gestalten. Und das war uns sehr wichtig. Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr lieber sagt, die sollen alles machen und wir kommen da einfach und feiern. Oder ihr sagt, ihr wollt da auch selbst ein bisschen mitgestalten. Also das sind so Punkte, die ihr auf jeden Fall mit eurer Location abklären solltet. Was zum Beispiel auch ein großer Punkt ist und auf den möchte ich speziell nochmal eingehen, ist das Thema Tischdecken und Hussen.
Denn es gibt da auch sehr große preisliche Unterschiede. Bei manchen Locations ist im Preis einfach Tischdecke und Hussen sowie die Reinigung dabei. Andere verlangen pro Stück einen gewissen Betrag. Und das solltet ihr auf jeden Fall abklären, nicht dass dann am Ende das böse Erwachen kommt und ihr dann jede Menge Geld nachzahlen müsst für die Reinigung, fürs Leihen von diesen Hussen und Tischdecken und so weiter. Also das solltet ihr auf jeden Fall nochmal abstimmen. Und da kann ich euch wieder meine heißgeliebte Hochzeitsbibel ans Herz legen. Ihr kennt die bestimmt schon aus anderen Videos, falls ihr diesen Kanal schon länger verfolgt. Das sind die 100 Hochzeitschecklisten. Ich schwöre auf dieses Buch. Das ist so genial. Das ist jetzt auch schon echt in Mitleidenschaft gezogen, weil ich das die ganze Hochzeitsplanung überall mit hingenommen habe. Wir haben das die ganze Zeit auch ausgefüllt. Das sind die wichtigsten Telefonnummern drin von unseren ganzen Dienstleistern. Das sind die Gästelisten drin. Wir haben reingeschrieben, ob irgendjemand Allergien hat oder irgendwas Bestimmtes nicht essen mag oder kann, darf, wie auch immer. Die Kontaktdaten unserer Gäste, dass wir alles nochmal auf einen Blick haben. Wir haben eingetragen, wer im Hotel schläft und ja, diese ganzen Geschichten. Unter anderem sind da auch Checklisten dabei zum Thema Location. Und ich bin ernsthaft, ich bin zu jedem Dienstleister so hingegangen, aber auch zur Location mit diesem Buch, habe das passende Thema aufgeschlagen und habe dann wirklich Punkt für Punkt mit der Location besprochen, beziehungsweise natürlich auch mein Mann. Und wir haben uns dann einfach so sicher gefühlt, weil wir wussten, okay, wir haben alle Punkte abgestimmt. Natürlich sind auch im Gespräch noch weitere Punkte aufgetaucht, aber da hat uns das Buch so gut geholfen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox, falls ihr euch das auch kaufen möchtet. Es ist Gold wert und kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei eurer Location-Suche mit diesem Video. Falls ihr Videowünsche habt für die nächsten Videos, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und dann begleite ich super gerne eure Hochzeitsvorbereitungen. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Braut TV wieder. Bis dann, ciao!